Moin Moin, hier ist der Jakob von PC Max und ich sitze hier mit dem Machi von Zotac und der hat uns was ganz Besonderes zu zeigen und zwar ist das die 660 Ti, die wir jetzt hier pünktlich zum NDA-Fall euch zeigen wollen. Machi. Genau, also es ist ja so, wir haben mal was Schönes vorbereitet. Es ist jetzt gemogelte 15.05 Uhr, sagen wir mal. Und wir machen so ein bisschen... Oh, ja, hier ist sie doch, hier ist sie. Hier ist die schöne GTX 660 in unserer Amp-Edition, bedeutet übertaktet von uns aus. So sieht die schöne Verpackung aus. Wir haben auch einen neuen Lüfter, den Dual Silencer, der um 10 Grad kühler ist, 10 dB leiser und als übertaktete Amp-Karte sogar ist das ganze Ding 10% schneller. Okay. Du hast uns vorhin auch schon gesagt, dass das Ganze viel, viel kürzer ist als die Referenzkarte. Ne? Richtig. Ihr setzt halt drauf, dass es sehr kompakt auch ist. Genau, also ihr wisst ja alle, wir haben ein spezielles Augenmerk auf unsere Mini-ITX-Boards, sodass wir auch bei der Karte, die in der Performance-Klasse angesiedelt ist, besonders auf den Aufbau Wert gelegt. Mhm. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt hier ein kleines Mini-ITX-Mainboard von uns nehmen, das ist jetzt das A75 zum Beispiel, dann sieht man, dass in einem kompakten Gehäuse diese Karte Platz findet. Okay, cool. Wichtig sind natürlich, wie sieht es um die Taktraten aus? Genau, also wenn wir nochmal zu der Standard kommen, die sehr ähnlich aussieht, die habe ich leider nicht da, dann sind wir leicht übertaktet von 915 auf 928. Okay. Bei der Amp sind wir bei 1033. Okay. Das spiegelt sich auch in der Verlustleistung wieder und wahrscheinlich auch im Preis. Verlustleistung hast du gesagt, 40 Watt TDP-Unterschied. Ne? Genau, wir liegen bei 150 bei der Standard und 190 bei der M. Okay. Preise liegen wir bei knapp 309 für die Standard und 329 Euro für die M-Edition. Okay. Verfügbar jetzt praktisch ab sofort. Das heißt, man kann die Suchmaschine im Internet schon mal zum Glühen bringen. Ansonsten wichtig zu erwähnen wäre, wir launchen das Ding mit einem Bundle, sprich Borderland 2, kommt im September raus. Dort haben wir dann einen Gutschein mit eingebracht in die Karte. Sehr cool, vielen Dank. Gerne.